Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir Asleeber Vision. Ja, wir spielen dieses Spiel vor seiner eigentlichen Veröffentlichung und ihr seht sogar das vor der eigentlichen Veröffentlichung. Ein Entwickler hat mir einen Key geschickt und gefragt, magst du dieses Spiel nicht mal anspielen, auf deinen YouTube-Channel bringen? Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Ja, das ist ein 2D-Action-RPG. Und wir schlachten uns gleich durch Gegnermassen, soweit ich das vom Trailer gesehen habe. Das Spiel ist nur auf Englisch und Japanisch verfügbar. Das heißt, erwartet nicht, dass ich alles übersetze. Bin ich zu faul für. Und ich kann direkt hier schon mal sagen, das Spiel war extremst laut, als ich es angeschaltet habe. Ich hasse sowas. Also, wenn ich das Spiel starte und mir direkt die Ohren platzen. Also, ja. Ich würde aber mal sagen, starten wir in das Spiel rein und gucken uns an, worauf wir uns hier eingelassen haben. Ja, wenn ich das Battle-System ausprobieren will, soll ich die Demo spielen? Nein! Ich spiele direkt die Vollversion, die wurde mir geschenkt. Ja genau, ich spiele direkt auf Impossible. Ja, wir machen mal anfangs Casual. Ich stelle den später, wenn es noch geht, hoch. Ach, im Übrigen, wenn ich aus dem Spiel raus habe, dann bleibt das Spiel stehen. Also, wenn das Spiel mal hängt, kann es eventuell sein, dass ich mal eben kurz rausgetappt habe. Warte, jetzt zum Beispiel. Ich will nur eben kurz den Avatar eben wegmachen. Und da sehen wir unsere Helden, wie sie gejagt werden. Also ich gucke heute nur in das Spiel rein und ihr sagt mir dann, was ihr von dem Spiel haltet. Das entscheidet dann auch, ob ich hierzu weiter Videos mache. Wir gucken heute erstmal noch rein. Das ist ein böser Drache. Da ist eine Krähe. Wer hat mich aufgelesen? Gerade bevor das weitergeht. Ah, okay. Ich spiele das übrigens gerade mit einem Xbox-Controller. Xbox mit einem PlayStation-Controller. Die Lichter sind an. Das sind komplizierte Bücher. Ich lege mich wieder schlafen. Schlafen. Hey. Warum bist du alleine? Wo sind deine Mutter und dein Vater? Ist das so? Du bist wie ich. Wir sollten zusammen spielen. So, mit wem soll ich spielen? Hat das Haus einen Standort geändert? Nee. Anuris Ribbon. Das hat das Kind getragen, aber das Kind ist nirgendwo mehr zu sehen. Mich würde übrigens interessieren, ob ihr mich gut hört, aber ich kann nicht reinhören in die Aufnahme gerade. Ah, da ist der Rabe. Die Krähe starrt mich an. Sie starrt mich immer noch an. Und immer noch. Bist du auf?
aufgewacht? Wer redet da? Hier. Wie soll ich es sagen? Ich will nicht, dass du wegen mir Angst hast. Lass mich mich vorstellen. Ja, wie du sehen kannst, bin ich ein Vogel. Mein Name ist... Ich habe keinen Namen. Perfekt. Ich will dich nur wissen lassen, ich bin kein schlechter Typ. Die Geschichte gefällt mir schon mal. Er hat mich bewusstlos gefunden und mich hergebracht. Wie hast du mich getragen bekommen? Wie viel Power hast du? Kannst du reden? Nö. Ich bin Protagonist. Ich weiß nicht, wie man redet. Nein, ich weiß ja nicht mal mehr, wie man redet. Ach, der hat auch kein Wissen. Wenn ich das wüsste, oder du, dann könnten wir uns es doch gegenseitig erzählen. Dämonen haben deine Heimatstadt vernichtet. Du bist mit einem Freund geflohen. Du weißt nicht, was danach passiert ist? Wenn ich aufgewacht bin, warst du der Einzige in der Nähe. Ich habe diesen Freund von dir nicht gesehen. Vielleicht bist du ja auch dieser Freund und wurdest in einen Raben verwandelt. Ja, sie wird hoffentlich in Ordnung sein. Das war ja ein Mädchen. Keiner von beiden stellt die Frage, warum er ein sprechender Rabe ist. Dieses Ding hier, mein Hahn. Man nennt es eine Schleife. Es ist mein Lieblingsaccessoire. Willst du es anprobieren? Ich glaube, es sieht gut an dir aus. Okay, dreh dich um, lass mich es dir einmal anlegen. Ich versuche mein Bestes mit dem Übersetzen. Wo ist Herr Rabe hin? Da ist Herr Rabe. Oh, ich habe uns beiden Nüsse gefunden. Möchtest du mir ein bisschen was von den Nüssen abgeben? Ist das nicht so übrigens, weil ich kein Englisch kann? Ich bin nur schlecht im Übersetzen. Tschüss, Rabe. Ich mache einen Abgang. Die Wolken sehen sehr schön aus. Die Bäume sehen irgendwie aus, als ob die aus irgendeinem Bild rausgeschnitten wurden. Wisst ihr, was ich meine? So, wie lange soll ich denn noch durch diesen Wald laufen? Also die sehen halt nicht selbst gezeichnet aus. Auch die Berge sehen aus, als ob das aus irgendeinem Bild rausgeklaut wurde. Und die sehen halt aus wie aus dem echten Leben, die Alpen. Es könnte echt einfach so die Alpen kopiert in den Hintergrund sein.
Und K.O. Jetzt wache ich wahrscheinlich wieder in dem Haus auf. Betten? Hey, weißt du, wo das Paradies ist? Es ist ein wunderschöner Platz im Himmel. Elysium. Wie der Himmel. Lass uns dieses Paradies irgendwann finden. Wie als du damals diese Blumen gefunden hast. Wie durch diesen endlosen Wald. Ich bin echt in dem Haus. Der Vogel liest Bücher. Nein, er ist schlauer als ich. Ich bin schon wach. Schon was Interessantes in dem Buch gefunden. Du hast tagelang die Gegend hier untersucht. Hier ist nichts. Überhaupt nichts. Sind wir in einer anderen Welt? Ja, wenn ich in die endlose Weite des Waldes gehe, dann werde ich nur verhungern. Habe, wäre dann einsam. Der liest sein Buch. Ah, das hier ist ein Platz, den man Frontier nennt. Es gibt 7 davon. Nee, ich will hier weg. Ja, da sind überall diese Dämonen. Ich will nicht im Frieden leben. Ich will nach Hause. Okay, ich wette, mein Fisch ist besser. Wird mir langweilig, wenn ich die ganze Zeit Bücher lese. Die Bücher hier sind exzellent. Ich wusste gar nicht, mit Wörtern und Sätzen anzufangen. Aber ich habe vielleicht mehr Wissen als du jetzt. Die sind lecker, die Nüsse. Ja, du solltest einen Namen haben. Finde ich auch. Okay, Charon. Er hat sich einfach nach dem Auto benannt.
ich sehe einen Film. Irgendwann kommen wir hier raus. Ich will halt nicht unhöflich sein, aber die Bäume beispielsweise sehen halt auch Copy and Paste aus. Warum kriege ich eigentlich jetzt schon Credits? Wir spielen kein Visual Novel. Was zur Hölle ist das? Irgendwer Hilfe! Ah, schau, das Dorf! Es ist jetzt gefährlich zurückzugehen. Ey, lass uns zusammen wegrennen. Wir können hier nicht bleiben. Ich werde nicht ängstlich sein, wenn ich mit dir bin. It's so crazy me. Ich wollte gar nicht mehr hier fast. Da war ein Schrei. Karin, hast du das auch gehört? Wir müssen unser Zuhause finden. Ich werde in diesem Bett nie wieder schlafen. Sollte ich Karon nicht wenigstens wecken? Also, wir rennen jetzt einfach da rein. Und hoffen aufs Beste. Und so am nächsten Tag und die folgenden Tage wanderten sie durch die endlose Weite, niemanden sehend. 8 Jahre sind vergangen. Ey, hör auf! Das ist groß! Ich habe es rausgeschafft. Was geht? Hast du über deine Vergangenheit geträumt? Wir wandern hier schon seit 8 Jahren herum. Ich wollte nicht mitlaufen. Aber ich konnte doch nicht sehen, wie du einfach in deinen Tod läufst. Ich will nicht so einsam sein. Lieber mit mir sterben, ne? Ja? Er hat was gefunden, ein Hinweis. Ah. Jetzt können wir Dinge tun. Okay. Ich habe rausgefunden, wie ich blocke. Ich kann das. Ah, hier darf ich speichern.
Und ich werde daran geheilt. Da schwimmen wir dem... Nee, wir können nicht mal ins Wasser hüpfen. Let's go. Warte eine Minute. Da ist irgendwas. Das sind Slimas. Das ist nicht gut. Können wir sie nicht einfach treten? Das sind einfach nur Schleime. Da müssen Menschen in der Nähe sein. Was sollen wir nur tun? Ich habe keine Kraft zum Kämpfen. Warte mal eine Sekunde. Ich krieg einen Stock. Ja. Wenigstens etwas. Es ist eine Waffe. Darüber kann man sich unterhalten. Zumindest eine coole Kampfmusik, höre ich schon mal. Aber ich hatte das Gefühl, dass das jetzt wieder zu laut sein könnte. Erstmal muss ich mich ausrüsten, ne? Jetzt habe ich auch ein richtiges Inventar hier. Ich habe den allmächtigen Stock. Kommt her. Ja, das war fancy. Ich glaube nicht, dass es am Stock liegt. Naja, jetzt habe ich einen Stock. Okay. Okay. Jetzt habe ich einen Sprint. Da oben steht meine Combo. Und ich habe ein Level-Up gemacht. Ich mache mir meine Angriffskraft höher. Und mein Leben. Ich habe 10 Punkte auszugeben. Die drei konnte ich mir von Anfang an denken, was das ist. Magie, Speed... Ach, meine Attack-Speed. Ah, da kriege ich auch mehr XP. Okay. Wollen wir weitermachen? Ah, das wollte ich mir eben gucken. Wie lange wir hier schon spielen. Ja, wir spielen jetzt hier schon eine Weile. Ich guck mal, wie das Spiel bei euch ankommt. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst an der Stelle ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.